Also sie werden, glaube ich, von Edeka beliefert, ist aber an sich kein Edeka. Genau, ich wollte hier hoch. Ich wollte mir ja das Fahrrad holen. Und mir wurde gesagt, dass ich meine Pokémon da unten nicht abgeben soll zu dem Heini. Der wird mir nur Geld wegnehmen. Ich weiß nur, dass man bei Gold konnte man ja konnte man männliches und ein weibliches Pokémon bei den Fuzzis abgeben. Ist das der Fahrradladen? Ja. Hallo. Oh, das ist ein Radcoupon. Okay, es gehört dir. Tausch den Radcoupon gegen das Fahrrad. Yay! Jolla hat ein Fahrrad. Moment. Ich kann das nach oben setzen. So. Jetzt wird hier erstmal getauscht. Bisschen Ordnung gemacht. Aber die Karte wollte ich auch noch da oben haben. So. Und dann die Pokebälle. Supi. Jule steigt auf das Fahrrad. Okay, es hat eine ganz andere Musik als bei Gold. Aber jetzt sind wir ganz schnell unterwegs. Wunderbar. Okay. Aber so ein Schnellauswahl-Ding gibt's hier nicht, ne? So mit Select geht das nicht. Schade. Weil das ging nämlich bei Gold auch, dass man sich das auf die Select-Taste legen konnte. Also entweder die... Was war hier? Ah, da konnte ich nicht lang. Entweder die Angel. Oder... das Fahrrad. Und dann konnte man dann so schnell dahin wechseln. Da musste man nicht nochmal extra ins Menü gehen. Hier drin darf ich aber nicht fahren. So wie es aussieht. Oh, das war sehr laut. Ich bin sowieso allgemein sehr laut. Ich bin übrigens gestern eingepennt beim Lernen. Ich habe Sozi gelernt. Industrialisierung und so. Und, so. Ich habe irgendwie 10 Minuten gelernt und habe ich eingepennt. Bin dann irgendwie gegen 12 Uhr nachts wieder aufgewacht und habe mir dann gesagt, ja, komm, das lohnt jetzt auch nicht mehr. War aber heute ganz okay. Das sieht aus wie ein Dreirad, ey. Na gut, jetzt haben wir das Fahrrad. Was war hier? Ich lasse Torsi einen Brief nach bringen, bla. Okay. Ja gut, dann würde ich sagen, gehen wir entweder in die Dicta-Höhle, da kann ich mich noch dran erinnern von vorhin. Oder wir gehen hier auf das Bootsding. Oder wir gehen hier rüber zu den Trainers. Aber ich würde sagen, wir gehen mal hier in die Dicta-Höhle, weil die sieht nicht allzu groß aus und die geht nach unten. Bist du? Das ist cool! Dicta hat einen Tunnel gegraben. Er führt direkt nach Vertania City. Vertania City? Da war doch auch irgendwie. War. Nee, Vertania City war da, wo die Musik so komisch war, genau. Die Selbstwortmucke. Oder? Oh Gott. Nee.
Nee, Lavandia war das. Und in Vatania City war dann wahrscheinlich der Typ, der die Pokémon umbenennen kann. Deswegen gehen wir mal den Tunnel entlang. Ah, ich muss, glaube ich, meine Pokémon sortieren. Ein Dickter! Level 17. Nicht schlecht. Los, Dave! Wahrscheinlich wird hier Fußkick nicht so geil sein. Oder Karate-Schlag, war der gut? Einfach mal probieren. Ui! Ja, würde ich sagen, fangen, ne? Nein, nicht... Mann, das sieht immer so aus nach Pokéball. Pokéball schlug fehl. Yes! Ein Dickter hat die Julia gefangen. Ah, so. Was haben wir denn hier? Dickter, Maulwurf. 20 cm groß, wie süß. Und 800 Gramm. 80, Alter. Dieses Pokémon lebt unter der Erdoberfläche. Man kann es mitunter in Höhlen beobachten. Nö. Ich lass mal jetzt noch Dave an der Spitze. Weil... Level 18. Ja, egal. Ist ja eh nur zum Sammeln. Oh, und mein... Ach, rechtes Ohr ist dicht und das nervt. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Ich habe schon irgendwas vor der Höhle angefangen. Ach, scheiße. Oder ich kann Karate-Schlag nehmen. Ich wollte was anderes nehmen. Nun. Dave erreicht Level 16. Auf jeden Fall, Dave muss noch gelevelt werden. Genauso wie Glumanda. Von daher ist es eigentlich scheißegal, wenn wir oben haben. Also, wenn wir oben haben. Ein Ding da. Level 19. Nee, 17 auch wieder. Okay, Dave. Zeig mal, was du kannst. Kratzer. Das ging ja. Nun mal Fußkick. Ich glaube, das zieht sogar mehr ab. Aber hier unten... Aber das haben die schon schön dargestellt, so mit dem Tunnel irgendwie. Weil es ist halt nicht so eine riesige Höhle, sondern es ist halt wirklich nur so ein Tunnel. So, ich versuche jetzt nochmal den Fußkick und gucken, wie viel das abzieht. Jetzt wahrscheinlich nicht mehr ganz so viel. Na! Ah! So, ich glaube, beim nächsten Kratzer ist der Dave tot. Ach, komm. Da war doch nur noch eins. Level 22. Ich weiß nicht, wie geil hier Glumanda ist. Ich tausche es einfach mal und hoffe, dass Dick da in Flammen steht, wenn ich Glut mache. Und dass mein Glumanda jetzt nicht stirbt. Okay. Stirb! Was? Willst du mich verarschen? Schaufler. Tod. Ja, bitte. Dann nehmen wir den Lars mit Level 18. Muss ja auch noch ein bisschen gelevelt werden. Windstoß. Ist das gut? Ja. Doch. Können wir machen. Ach, komm, ey. Nicht so kack. Ja, Schaufler. Keine Wirkung auf Lars. Weil Lars ja fliegt. Schätze ich mal. Oh, was? Stimmt, das wurde mir gesagt. Wenn ich Ruckzuckheben mache, darf ich als erstes angreifen. So. Guten Tag. Wer sind Sie? Im Felstunnel ist es stockdunkel und furchtbar gruselig.
Wenn nur ein Pokémon mit einem Blitz für Licht sorgen könnte. Ein Felstunnel? Wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Liegt das Höhle? Mhm. Ah! Oder? Was sind wir denn hier? Ich meine, ich wäre hier schon mal gewesen. Gold, glaube ich, eine TM. Die heißt Kopfnuss oder sowas. Und dann kann man hier so kleine Bäumchen anstupsen und dann lassen die manchmal irgendwelche Items oder Pokémon fallen. So, ich bin jetzt hier Zerschneider-Ding. Oder wer bist du? Oder bist du der Typ, dem ich das Fossil geben muss? Auch wenn ein Pokémon ausscheidet, kann es weiter Spezialtechniken, wie zum Beispiel den Zerschneider, anwenden. Ja. Du hast einen Gameboy in der Hand, oder was? Ich suche nach Pipi. Tauschst du es gegen Pantimos? Oh Mann, ich hätte gern Pipi. Ich habe kein Pipi. Oh je, wenn das so ist. Ja. Eine Karte. Ach, da bin ich jetzt. Ah, und das wäre Tanya City. Das war da, wo ich nicht hin wollte. Auf jeden Fall ist das eine Abkürzung. Das ist gut zu wissen, aber ich darf jetzt den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Aber ich kann ja gerade mal gucken, wie das ist, wie das sich verhält, wenn ich mit dem Fahrrad in die Höhle fahre. Darf ich weiterfahren? Das ist sehr schön. Und jetzt kann ich ja mal sehen, wie es ist, wenn ich mit dem Fahrrad in einem Kampf bin. Ob ich danach immer noch auf dem Fahrrad sitze oder nicht. Dave ist an falscher Stelle, weil er kann hier nichts reißen. Fell! Die Leute wollen gegen mich spielen. Draußen ist ein Träger. Wart! Ruckzuckhieb! Komm, hör mit deinem Kackheuler auf. Ich freue mich schon so auf den Stream morgen vom Dennis. Aber ich muss noch lernen. Und ich muss diese Aufnahme heute direkt noch fertig rendern. Weil ich habe gar keine Videos mehr. Lars erreicht Level 19. Ja, und ich muss noch lernen. Weil wir morgen schreiben wir EDV. Mit SQL-Abfragen, Datenbanken, Drecksuren und Kacke. Hab da überhaupt keine Lust drauf. Oh, ihr Kreischer. Oh nee. Oh, ich ist nicht gestorben. Oh, Volltreffer, geil. Bitte, Level up. Yes! Level 17. Jay. Die Musik ist so komisch. Auf jeden Fall. Hier geht's jetzt erstmal nicht weiter. Deswegen. Ach komm. Mach mal so. Hast du Lust, mit mir zu kämpfen? Das ist bestimmt ein Teenager. Ein Teenager! Ein Retter. Level 21. Sehr gut. Boah, ich muss gleich mal was trinken. Ist mein, nee, mein Energy ist leer, dann mach ich mir gleich mal einen anderen auf. 21. Hm.